Sein eigenes Schiff hat Investor Silvio Schobinger im Stadthafen Teltow bereits vor Anker liegen. Und nicht irgendeins, die Malin ist gewissermaßen der Hingucker auf dem noch jungen Hafenareal. In normalen Zeiten könnte es auch gemietet werden, doch was ist derzeit schon normal? Für den Berliner Immobilienentwickler war es dennoch keine Frage, auch in diesen Zeiten hier investitionstechnisch vor Anker zu gehen. Es ist ja ein Projekt, was einen gewissen Vorlauf hat. Und ich bin optimistisch und zuversichtlich, dass diese schwierige Zeit oder sehr besondere Zeit, dass das irgendwann vorbei ist. Silvio Schobinger hat Erfahrung mit anspruchsvollen Bauprojekten. In Berlin-Zehlendorf entwickelte er das historische Görzwerk erfolgreich zu einem Wohn- und Gewerbekomplex. Doch Zweifel sind auch einem erfahrenen Immobilienentwickler wie ihm nicht fremd. Als ich das erste Mal mich echt überlegt habe, ob ich mich da ins Rennen begebe, dachte ich auch, es ist selten dämlich, jetzt gerade mit so einem Projekt anzufangen. Aber die Entscheidung war gut durchdacht, denn Interesse gab es schon länger, doch erst beim jüngsten dritten Versuch der Stadt Teltow, einen Investor für das geplante Hafengebäude im östlichen Bereich des Areals zu finden, ergriff Schobinger die Chance und erhielt prompt den Zuschlag. Es war das Gesamtpaket, das ihn überzeugte. Mal abgesehen davon, dass wir am Wasser sind, was natürlich immer eine Anziehung hat für solche Projekte oder für gastronomische Projekte insbesondere, ist es auch die Idee, etwas wachsen zu lassen. Wenn man das Grundstück sieht, das ist jetzt ein Kiesbett aufgelegt, also ein vorbereitetes Grundstück, wo noch nichts ist. Und von hier aus eben von Null anzufangen. Und Null ist natürlich relativ, der Hafen ist ja schon da, der Hafen ist belebt. Vom weiteren Pandemieverlauf, Genehmigungsverfahren und technischen Hürden hängt auch ab, wann es hier richtig losgeht. Ein Baustart vor Mitte 2022 ist aber unwahrscheinlich. Aus diesen Überlegungen heraus ist die Idee entstanden, in Teilschritten zu denken und erstmal den Hafenbetrieb sicherzustellen und darauf dann das erste gastronomische Konzept aufzusetzen und das zu bewerben und wachsen zu lassen. Das ist ja üblicherweise nichts, was aus dem Stand heraus große Verbreitung findet und es eben dann über die Zeit wachsen zu lassen. Auch die von der Stadt geplante, aber derzeit aufgeschobene Hafenbrücke für Radfahrer und Fußgänger samt dazugehörigen Uferweg könnte zu einer Belebung des Stadthafens abseits des Wassersports führen. Doch zwingend notwendig für einen erfolgreichen Gastrobetrieb an dieser Stelle sei das nicht, versichert Schobinger. Wir haben natürlich schon ein paar Partner im Sinn, mit denen wir das zusammen machen wollen. Aber das ist jetzt noch nicht dran, konkret zu werden. Kann sich sehr schnell ändern, ja, aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, die die Kernarbeit zu machen. Ja. Also wir haben sehr schöne Entwürfe gemacht, mein Architekt hat gezaubert und ich finde durchaus spektakuläre Visionen oder spektakuläre Bilder entwickelt. Die aber vorerst noch unter Verschluss bleiben. Auch bei den Baukosten hält sich der Investor bedeckt. Fest steht, das Hafengebäude soll in Containerbauweise zweistöckig errichtet werden. Und sowohl die Verwaltung bzw. Sanitäranlagen im Erdgeschoss sowie die Gastronomie im Obergeschoss beherbergen. Der Fokus liegt zunächst auf der ersten Etage. Dort werden 90 Quadratmeter an die Stadt vermietet, weitere Flächen möglicherweise anderweitig. Hilfreich für die weitere Entwicklung des Areals könnte auch das schon lange geplante Gewerbeareal westlich des Hafenbeckens mit Bootswinterlager, Werkstatt und Verkauf sein. Auch der bereits im Rohbau fertiggestellte Schiffsmobilkran dürfte für eine Belebung sorgen. Die Vision ist, dass wir große Stahlkraft und große Bekanntheit weit über die Grenzen des Standortes hinaus erzielen und die Leute allzu gerne vielleicht auch aus der Mitte der großen Stadt oder von weiter weg hierher kommen, weil sie sagen, das ist ein toller Platz und ein schöner Platz. Die ersten Ansätze dafür sind da und ein Anfang gemacht. Aber bis aus dem Stadthafen ein lebendiges Quartier am Wasser wird, dürfte es hier dennoch erneut etwas dauern.